Der ist es nicht. Der ist es, glaube ich. Meine, der ist es. Wir loggen uns einfach mal ein. Frisches! Hallo! Mal eben Kind Pizza gegeben und meine in den Ofen gehauen. Oh, Pizza. Nee, ich bleib heute bei Brötchen. Brauchst du ja heute schon noch ein Level, dann geht's in die Vorregion zu Moria. Von Moria habe ich echt so ein bisschen Schiss, ne? Ein ganz kleines bisschen. Ich bin tatsächlich in meinem Haus stehen geblieben. Das ist ja. Mal, dass ich nichts höre. Die Musiklautstärke. Naja, okay. Und muss keiner verstehen. Okay, es ist aber der Level 44er. Ab Level 45 kann man in die Vorregion. Das ist dann machbar. Okay. Ja, mal gucken. Ich will ja sowieso von Gebiet zu Gebiet hangeln. Also ich habe da ja diese eine wunderbare Liste. Die gehe ich da einmal, die arbeite ich da einmal ab. Und dann passt das. Ich muss gerade überlegen. Doch, Mieter habe ich, glaube ich, bis über nächsten Monat gezahlt. Aber der Brause. Hopfensmoothie oder Gerstensaft. Oh Gott. Bitte nicht. So. Wie komme ich dahin zurück, wo ich hin will? Das nicht? So. Bitte. Jetzt muss ich erstmal zu dem Schnellreiseding. Also wird zum Edeltropfen. Mischt man es mit dem Weizentopfen. Oh. Oh Mann. Oh Mann. Ich sag dazu nichts. Ein Bier haben wir, glaube ich, noch. Ein Bier und vier Mischgetränke. Aber ich glaube, da wiederhole ich mich so langsam. Warte, ich muss erstmal selber wissen, wo ich hin muss. Was kann ich für euch tun? Warte mal. Warte mal. Wir kriegen das hin. Ich weiß gleich, wo wir hin müssen. Muss nur wissen, wie der Ort hier heißt. Einer von beiden. Irgendwo hier. Da muss ich einmal hin. Nördlicher Hoher Pass, in den südlichen Hohen Pass. Und nach Riesenhall. Hatte ich, meine ich noch irgendwas. Bin ich jetzt heraus? Okay. Eraglun, das ist irgendwo, das ist Rollhöhen. Ich kann doch einfach erst mal nach Fruchtteil reisen. Ja, mach ich schnell. Ich hab genug Kohle. Okay, deswegen wahrscheinlich. warte mal. Ich hab doch Geld. Ich muss das Ding hier noch öffnen. Unbedingt. Kann ich nicht im Bruchteil bleiben? Ich setze mich hier einfach hin und warte. Ich warte, bis der Ring ins Feuer geworfen wurde.
Wobei die Elben essen ja kein Fleisch, ne? Nee, okay, ich will zu den Zwergen. Bist du Elrond? Ja? Hallo. Ja, perfekt. Ja, Ich Mensch, kann ich grüße sogar gleich was lesen. Aber warte. Erstmal für Blinde wieder. Damit ich auch sehe, was da steht. Wer das Bier nicht ehrt, ist das Delirium sich wert. Wer möchte schon gern im Delirium liegen, Iron? Das ist ein Scheißgefühl. Wer möchte das? Okay, nun, dieser Torgast hat euch erzählt, man könne den Anführer eines Wargrudels herausfordern. Hört sich für mich nach einer neuen Methode an, sich von beutehungrigen Wagen in Stücke reißen zu lassen. Doch wenn es eine Möglichkeit gibt, von diesem Schwarzzahn etwas über Glorvins Aufenthalt in Erfahrung zu bringen, so ist es vielleicht das Risiko wert. Meist darfst du es Mousse oder perfekte Pastete. Okay, es dauert ja wieder, bis mir was angezeigt. Auch gar nicht. Nehmen wir das doch. Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten Hat sein. manchmal Vorteile. Iron, ich möchte mal wissen, wann. Wann hat es Vorteile? Ich habe das ja nur die Nachteile dann wohl erlebt. Welche Vorteile? Ich weiß, dass ich viel von euch verlange, aber wenn Torgas glaubt, dass wir nur etwas von den Wagen von Starkard erfahren, wenn er ihren Anführer herausfordert, dann sehe ich keine andere Möglichkeit. Glorvins Leben könnte am seidenen Faden hängen, wenn sie überhaupt noch am Leben ist. Um ihre Twin und um eure Twin, passt auf euch auf und rüstet euch gut. Ja, gut, ja. Ich habe Verstärkung dabei, mir ist das wohl egal. Warte, aber ich brauche meine Katze. Ich habe gerade was in den Augen, die Schrift ist so groß. Ja, ohne Scheiß, auf meinem Monitor ist alles in so einer kleinen Fitzelschrift. Das kann ich nicht lesen. Also ich habe echt gute Augen, aber auf meinem Monitor ist alles so winzig. Ich habe halt nicht mehr diesen kleinen, also der kleine steht hier, ich habe jetzt hier diesen großen. Und seit ich diesen großen habe, muss ich die Schrift halt größer machen. Ich sehe nichts mehr. Es ist so mini. Das ist einfach. Nee. Nein. Ich bin blind, ich werde alt. So. Wenn du von einem Typen angemacht wirst und ihm im Delirium auf die Schuhe kotzt und er das zweite sucht. Gut, das ist mir noch nicht passiert. Hoffe ich. Aber ja, okay. So. Achso, warte mal, ich mache einmal. Aufgaben in der Nähe verfolgen. So, ja, okay, ja. Mal. Ich suche einmal kurz das mit den Dingern raus. Das ist einmal das Bilbisdorf, glaube ich. Ja, ich weiß es. Das einmal weg. Und dann. So. Dann. Haben wir da oben. Ja. Und dann. Aber ich möchte einmal das raus und das mit den Riesen rein. Damit wir das mit den Riesen diesmal nicht vergessen. Weil da unten muss ich auf jeden Fall hin. Da sterbe ich jedes Mal. Also wir können uns jetzt einmal von da nach da, nach da runter arbeiten. Wenn du magst. Ich öffne aber einmal mein silbernes Geschenk. Ich öffne einmal mein goldenes Geschenk. Sortiment von Zwergenkerzen. Was sind Zwergenkerzen? Was ist das? Okay. Okay. Gut. Ja, machen wir das so. Zwergenkerzen sind mit. Okay, willst du wissen. So. Da ja hier die ganze Zeit über Bier geredet wird, nehme ich meine Ziege. Jetzt aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Wenn ich falsch reite, sag es mir bitte. Dann reite einfach vor, wenn du merkst, dass ich mich verlaufe.
Aber ohne Scheiß, bei uns lag heute auch mega viel Schnee. Widerliches Wetter heute. Aber der Hund hat sich gefreut. Der Hund hat sich einen Ast abgefreut. Ein Stein. Das Gassi gehen war heute auch sehr, sehr spannend. Bin ich einfach darunter stürzen. Okay, wäre vielleicht keine gute Option. Ahne, dass ich mich wieder verfranse. Ahne es. Bin ich beim letzten Mal nicht irgendwo runtergefallen? War da nicht irgendwas? Ob ich irgendeinen Weg nicht gefunden habe? Irgendwo hier. Ich glaube, das ist wie wir in diese komische Stadt rein, ne? Das komische Dorf. Oder? War das hier? Okay, ja, war hier. Ich will ja nicht angeben, aber ich passe immer noch in die Bettwäsche vom letzten Jahr. Iron! Nein. Warte. Nein. Ich hab's gleich. Sucht Eglas im Bilbesdorf. Sucht doch Eglas im Bilbesdorf nördlich von Bucht im Nebelgebirge. Glorian glaubt, ein Kundschafter, der nach Norden gesandt wurde, von einem Bilbis auf dem Bilbisdorf gefangen gehalten wird. Das ist, meine ich, nicht im Dorf. Das ist einfach nur ein Pass. Bingo Buffen ist hier auch nicht. Ja, ist nur die eine Quest. Bilbesdorf. Dann suchen wir mal. Okay, du klingst ja sehr begeistert. Ich muss aber einmal die Musik gleich leiser machen. Fühle ich mich etwas angeschrien. Gut, uns scheinbar muss ich auch irgendwelche Waage besiegen. Bietet sich ja an. Ach ja. Iron. Jetzt weiß ich, was ich vermisst habe. Ich weiß es nicht. Es kann sein. Ich weiß echt, was ich vermisst habe. Weißt du, das ist ein bisschen frustrierend. So mit der Hälfte des Levels. Ich brauche erstmal so Ewigkeit, bis ich so ein Viech da fertig habe. Du pustest es einmal um. Unschuldig schon, ja, ja. Unschuldig vor allem. Iron, dir glaubt niemand mehr, dass du unschuldig bist. Niemand. Dafür kennen wir dich mittlerweile zu gut. Herzrasen soll nur ein anderes Wort für Brustwarzen. Der ist mies. Der ist mies. Autsch. Warum habe ich das Gefühl, dass wir hier relativ lange suchen müssen? Huch.
dran vorbei? Ja, ich bin dran vorbei. Huch. Busbau, es ist männlich. Und Waage brauche ich auf jeden Fall auch noch. Aber die sind da nicht mit angehakt. Wir müssen also nicht nur deswegen hier rein. Ja, Hallöchen. Mein Zauberbau erstmal so in der halbe Ewigkeit. Ich würde mich entschuldigen, aber es tut mir einfach nicht leid. Alter. Was geht mit meiner Katze? Meine Katze denkt sich nur so, yo, Beine brauche ich nicht bewegen. Ich schlitter einfach so runter. Ich krieg dich. Haha. Also wenn wir es wie Gimli und Legolas machen würden, würde ich auf jeden Fall das Haus hoch verlieren. Mit der Anzahl der besiegten Gegner. Müssen wir schauen, wo wir bisher noch nicht waren. Ja. Da hinten. Glaube ich. Wie gesagt, und zwischendurch Waage suchen. Wenn sie hier irgendwo nur auftauchen. Bergelchen. Wenn der Gedanke am Rande. Ich habe noch nie verstanden, wie man beim Biathlon Zweiter werden kann. Man hat doch ein Gefähr. Naja. Stimmt aber. Hast du ja schon recht, ne? Eigentlich. Aber ich glaube, das haben die Schiedsrichter da nicht ganz so gerne. Ich glaube, das nennen sie dann so irgendwie unfaires Verhalten oder sowas. Unsportlich. Habe ich mal erwähnt, dass ich dieses Dorf hasse? Also, so am Rande nur. Das mal erwähnt. Ich mag dieses Dorf echt nicht. Das ist schrecklich. Okay, gefühlt war ich noch nie. Gott, ey. Ich hasse es. Weiß nicht, was ich schlimmer finde, das Dorf oder die Riesen? Aber ich glaube, es ist das Dorf. Eindeutig das Dorf. Ich glaube, Iron sah die ganze Zeit, wo sie nicht im Stream war, in einer richtig dicken... Fester Ader auf der Stirn zu Hause und jetzt explodiert alles. Oje. Jetzt muss Iron erstmal alles rauslassen. Platz für Neues schaffen. Hi.
hab fast meine Pizza vergessen. Iron, wie kannst du nur? Wie kannst du deine Pizza vergessen? Fast. Ich würde sie nie vergessen. Nicht überhaupt daran denken, sie mal zu vergessen. Wie kann man die arme Pizza vergessen? Die große Pizza-Vereinigung wird sich bei dir auf jeden Fall beschweren dafür. Die armen Pizzen. Warum? Ach, komm schon. Hopp. Au! Das muss den Beinen aber echt wehgetan haben. Steht hier die Truhe. Ihr habt einen zerkratzten Knopf. Oh, schon wieder diese zerkratzten Knöpfe. Wie viel braucht man denn von den Dingern? Eigentlich wollte ich diese Knöpfe heute nicht machen. Warte mal. Da lang. Wie wenn du im Auto auf der Autobahn. Das ist richtig. Muss aber das weiß und bald keine Raststätte. Wenn du sauer bist und erstmal die weiße Schüsse komplett braun machst, was das Ding in deinem Arsch explodiert. Oh, Hybrid! Nee! Oh! Eklig! Nee! Das will ich mir gar nicht vorstellen. Oh. Nee. Es gibt so Sachen, über die möchte ich nicht mehr nachdenken. Wird aber auch der Tag nach einer fetten Party sein. Ja. Oh, hier kommt mein Licht rein. Juhu, ein Wag! Ein weggeworfenes Bündel. Aua. Die ist on fire. The girl is on fire. So. Kann das mal bitte aufhören zu brennen? Und noch einen glänzenden Knopf. Ich werd weg hier. Dann sollte Grete wegen ihres Vornamens dich hänseln. Iron. Steht eigentlich irgendwo, wie viel Knöpfe ich brauche? Na, Flucht. Also, ich würde gefallen. Soll ich helfen? Über die Karte. Das irgendwo irgendwas, was drauf schließt, wie viele Knöpfe man braucht. Das sind die Waage. Das ist das. Nein? Ich habe ernsthaft keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wofür man diese Scheißknöpfe braucht. Ich hab's gleich. Warte. Eglas.
Niklas und Varge. Ein verschwundener Kundschafter. So, ich habe einen Thymianzweig. Wie ist die süße Katze der Welt? Du bist die süße Katze der Welt. Ja, einfach da mal was abgehakt ist. Ja, wenn wir rennen. Die einfach sichtlich unzufrieden ist mit ihrem Outfit. Ich möchte aber nicht wieder als Holzfäller rumlaufen. Ich will mir jetzt so Spaß draus machen und einfach in irgendein tiefes Loch fallen. Der Arme. Das ist auf jeden Fall so ein Quest-Symbol. Warte mal. Wieder zurück. Warum wird das nicht einfach hier angezeigt? Geht man draußen, wird es halt direkt da irgendwo angezeigt, ne? Wäre auch schön, wenn wir nebenbei noch ein paar Waage finden würden. Waage, die sich freiwillig töten lassen. Eventuell. Wagi, Wag, Wag. Alter, der schreit immer noch. Der einfach beim Schreien ist. Mochi. Aber die Musik ist cool. Die hat irgendwie was. Nie mit deinem Feuer. Aus mit Feuer. Also ich glaube, die 45 ist heute auf jeden Fall drin.
Das ist unübersichtlich hier. Ja, ich merk's. Wie gesagt, ohne dich würde ich, glaube ich, nur nicht mehr rausfinden. Es ist halt auch blöd, finde ich, dass man das einfach nicht auf der Karte sieht. Zumindest ein Anhaltspunkt. Juhu, einen weiteren Wag. Hälfte der Waage haben wir. Da ist noch ein Wag. Hallo Herr oder Frau Wag. Ich würde sie gerne umbringen. Juhu, ging vor 12. Okay. Ja! 3000 Euro frei. Wie kommen wir da hoch? Vor allem, wo gibt's noch mehr Waage? Ich brauch noch 5 Waage. Bergchen. Die Armen. Also so ein bisschen tun sie mir ja schon fast leid, ne? Werden einfach mal so übelst abgeschlachtet. Oh. Weißt du, so ein Schlag, ne? Wir nähern uns der 45. Langsam aber sicher. Nö, alles gut. Alles gut. Sie tun mir aber trotzdem leid. Vor allem, es klingt halt immer so böse, ne? Vor allem bei den etwas dickeren. Wenn sie dann so in sich zusammensacken. Ich brauche halt auch immer so lange zum Zaubern. Und war. Oh oh. Hi. Sind da nur noch 3? 3 Waage. Thank you.
Also, ich habe da unten auch tatsächlich einen Ring. So, ich gehe mal stark von aus. Warum wird das da nicht einfach gezeigt? Könnten die nicht einfach da so ein... Huch. Warum habe ich das Gefühl, dass mein Inventar schon wieder voll wird? Da habe ich auf jeden Fall einen Ring. Da hinten habe ich einen Ring. Ist verwirrend. Sehe, wo die Dinger sind. Zu lachen. Ah, da ist der auch. Ein verschwundener Kundschafter. Was benötigt ihr? Oh. Eine Karte für dieses Ding. Ich danke euch und Herrn Elrond für eure Sorge, aber ich bin nicht in unmittelbarer Gefahr. Die Bilbisse sind mächtige Feinde, aber nicht so mächtig, dass ich von diesem Ort nicht entkommen könnte. Doch es gibt viel, was wir zusammen erledigen können. Oh, oh. Ja, ein fürchterliches. Außer mir gibt es hier noch andere Gefangene und ich wüsste gerne, wie es ihnen geht. Einer von ihnen ist eine Elbin, um die ich mir Sorgen mache. Der andere ist einer von den eigenen Leuten der Bilbisse. Ich weiß nicht, wie die Elbin hergekommen ist, aber sie wurde nicht gut behandelt. Es wäre gut, wenn ihr zu ihr gehen würdet und etwas über sie in Erfahrung bringen könntet. Ich wüsste gerne, wie sie von den Bilwissen gefangen wurde. Was den Bilwissen anbelangt, so trage ich diese Bitte zwar ungern vor, aber ich möchte dennoch fragen, ob ihr auch mit ihm sprechen könntet. Er wurde nicht besser behandelt als die Elbin. Ich frage mich, warum er eingesperrt und nicht einfach geschlagen wurde. Megovanne. So, Bilwis müsste hier sein. Guckt mich nicht so an. Ihr habt Bilwis über einem Bilwisdorf getötet. Ich stecke schon genug in Schwierigkeiten. Als dass es für mich noch schlimmer machen möchte. Es sei denn, ihr helft. Oh oh. Ich will aus diesem Gefängnis raus. Ich gehöre hier nicht hin. Eingesperrt. Ich helfe euch, die üblen Orks zu vertreiben, wenn ihr mir helft. Ich brauche den Schlüssel zu dieser Zelle. Sucht die Gefängniswärter, tötet sie und nehmt ihnen die Schlüssel ab. Wenn ihr mich befreit, helfe ich euch. So, und die Elbin war dann oben, ne? Und es war oben auch so eine Zelle. Diese Geräusche im Spiel. Lauf, Forest, lauf. Genau hier. Hallo. Die Bilwis haben von Eglas gesprochen und ich hätte gehofft, dass er noch am Leben ist. Da ich nun Gewissheit habe, schöpfe ich neue Hoffnung. Ich wurde gefangen genommen, als ich die alten, riesige Ruine erkundet habe, in denen sich Waage versammelt hatten. Die Bilwisse haben mich in großer Zahl überfallen und ich konnte mich nicht
zur Wehr setzen. Ich weiß, dass die Ankunft der Abgesandten aus dem Norden den Bilbissen missfällt. Der Orkstamm der Lokmal und der Uruk-Anführer möchten sie in ihre Dienste zwingen. Der Anführer der Bilbisse, Aschurz, will den Urukainen nicht helfen. Die Spannung zwischen ihnen wächst. Okay. Jetzt sind sie wieder runter. Hin, her. Viel Spaß im Glück, Iron. Aber das ist eigentlich auch mies, weißt du, der ist da eingesperrt und hier vorne brutzelt erstmal was. Oh, das sieht zwar aus wie ein Körper, aber trotzdem. Ist dennoch gemein. Was kann ich für euch tun? Glovan muss sich um mich keine Sorgen machen. Ich werde dafür sorgen, dass sie bald befreit wird. Im Augenblick glaube ich, dass die Bilbisse anderweitige Schwierigkeiten haben. Wenn die Bilbisse und Urukai tatsächlich miteinander Streit haben, könnten diese dieses Wissen für uns von Vorteil sein. Ich möchte euch auch warnen, seid vorsichtig mit Ukuk. Er ist ein Bilbis und wir können ihm nicht trauen. Er könnte jedoch wichtige Informationen haben. Bleibt noch einen Moment. Ich glaube, die Information, die uns Glovan gegeben hat, könnte uns von Nutzen sein, um für Streit zwischen den Bilbissen und den Orks zu sorgen. Wenn wir bei den Orks hier Zorn sehen könnten, fallen die Bilbisse und Orks vielleicht beieinander her. Dazu müssten wir etwas unternehmen, und zwar etwas wirklich Gefährliches. Ihr müsst mir einen spitzen Pfahl besorgen. Ich erinnere mich, dass ich in den Tunneln über uns an vielen verdrohten und befestigten Pfählen vorbeigekommen bin, als er mich hierher brachte. Schneidet einen der Pfähle los und bringt ihn mir. Ja, okay. Oh ja. So, Waage habe ich auf jeden Fall jetzt alle. Waage brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Werkchen. Okay. 2 von 12 Schlüsseln. 3 von 12 Schlüsseln. Vier von zwölf. Laufen so zwei Leute einfach mal das komplette Dorf ab und metzelt einfach alles nieder. Gut, dass die Viecher keine Kinder haben. Sonst hätte ich doch etwas Mitleid. So, ich nehme jetzt mal die Frage, wo hier Fehler sein sollen, aber okay. Das erkennt sie, glaube ich. Oh, so toll. Weißt du, irgendwann steht dann so ein Gesuch, dass man auf uns ein Kopfgeld ausgesetzt haben, weil wir ein ganzes Dorf niedergemetzelt haben. Die Armen.
grabe, weil ich das eben tue. Also manchmal haben die Sätze, ey. Ich denke, aus was? Warum? Tschüss. Scheiß, wo sollen diese Fehler sein? Farmak, der beste Läufer! Überhaupt nicht seltsam. Na? Was? Die Schlüssel. In Ruhe stiften. Der spitzen Pfeil.